Hallo ihr Lieben und ein herzliches Willkommen zu Das Testament des Sherlock Holmes. Wir sind jetzt in der Nähe von Moriarty anscheinend und ich habe keine Ahnung, was uns erwartet und ich glaube, es ist nicht mehr weit, bevor ich... Mit der Seilbahn kommen wir vielleicht rauf auf das Dach der Lagerhalle. Ja, da möchte ich aber eigentlich noch nicht hin. Oh, ich muss da hin. Verstehe. Okay, ich hab's verstanden. Alles klar. Komm, Watson. Ein Seitenschneider könnte sich als nützlich erweisen. Das ist der Motor der Seilbahn. Sehen Sie eine Öffnung. Für den Motor benötigt man eine Antriebskurbel. Leer. Dem Geruch nach zu urteilen, dürfte das ein Öltank sein. Im Tank ist noch etwas Treibstoff, aber nicht genug, um den Motor zu starten. Der Zustand der Seilbahn lässt vermuten, dass sie nicht besonders häufig benutzt wird. Da haben Sie recht, Watson. Also Hoffen wir, dass sie noch funktioniert. Wir brauchen das, also wir brauchen einiges. Ja, wir haben eine Zange. Der Hebel klemmt. Ach so, den Hebel meinte. Der Hebel. Er hat. Warum nicht? Das kann ich nicht tun. Doch, kein Problem. Na, aber na gut. Was? Unter der Gondel ist eine Leiter aus Metall eingeklemmt. Ah, okay. Wir haben wieder die Umgebung. Das werde ich mal nutzen. Halt. Im Notfall könnte man diesen Gegenstand als Waffe benutzen. Das macht mir wirklich Angst. Hier. Das hier könnte eine gute Stelle sein, um reinzukommen. Diese Kiste ist nicht groß genug, um über die Mauer zu kommen. Oder zu sehen, was überhaupt auf der anderen Seite ist. Das heißt, wir müssen uns noch irgendwas schnappen. Das hier. Diese. Ja, das habe ich ja. Das habe ich ja. Habe ich hier vielleicht was übersehen? Ah, da meine ich doch. Hier geht's nämlich weiter. Wodkaflaschen. Sie sind doch nicht ganz leer. Russischer Alkohol. Oh ja. Holmes, die drei Brüder. Kann ich noch weiter gucken? Vor dem Haupteingang sind zwei Wachen. Wir müssen einen anderen Weg hineinfinden. Gar nicht gemerkt. Alles klar. Kommen wir denn? Okay, da kommen wir nicht hin. Ich hab's mir gedacht. Vor dem Haupt. Da können wir nicht weiter. Wir haben jetzt Alkohol. Ich habe keine Ahnung wofür. Ich muss mal gucken. Wodka. Okay. Können wir denn vielleicht... Das ist der Motor. Ah. Die Reste aus den Flaschen können wir als Treibstoff verwenden. Okay, das nicht. Sehen Sie eine... Ach, da ist ja noch was. Hab ich gar nicht gesehen. Die Kiste wurde mit einem... Bingo. Ah. Eine Flasche Rotom. Oh, Motoröl. Eine Flasche. Ja, zwischendurch überklicke ich das, weil wir kennen es ja. Ich weiß. Das ist der. Oh ja. Hoffen wir, dass es funktioniert. Das ist die Kurbel. Der Hebel klemmt. Da kommen wir nicht ran. Und über den Zaun. Funktioniert auch nicht. Das heißt, es fehlt uns noch irgendwas. Diese Kiste.
Diese Kiste ist nicht groß genug, um über die Mauer zu kommen. Oder zu sehen, was überhaupt auf der anderen Seite ist. Da kommen wir nicht weiter. Die Kiste ist halt unser Anhaltspunkt. Und ja, ich glaube, ich habe soweit alles, ne? Ja, ja, das, da kommen wir nicht weiter. Obwohl, wartet mal. Ich glaube nicht, dass der Stock helfen wird. Doch. Die Kurbel. Okay. Eine Kurbel. Das ist der. Die Kurbel ist da, wo sie hingehört. Es hat funktioniert. Wir müssen uns aufteilen. Ich werde versuchen, einen Weg in den Jahrmarkt zu finden. Und Sie müssen die Lagerhalle genauer unter die Lupe nehmen. In Ordnung, Holmes. Es ist niemand auf dem Dach. Sollte die Seilbahn außer Kontrolle geraten, können Sie ja die Bremse benutzen. Es wird schon eine vorhanden sein. Das will ich hoffen. Aber es gibt wohl sowieso keine andere Möglichkeit. Und wenn ich herausgefunden habe, was Sie dort unten tun, was dann? Dann stoßen Sie auf dem Jahrmarkt zu mir. Klettern Sie an der gleichen Stelle über den Zaun, wie ich es zu tun gedenke. Sie werden mich schon finden. Viel Glück, mein werter Freund. Okay. Wir steuern Watson. Können wir... Alles klar. Wir können nicht zu Holmes schalten. Das heißt, wir sind... Komm wir sind schon, auf uns John. Allein gestellt. Nur Mut. Das schaffen wir, Watson. Wir beide. Das fällt auch nicht auf, ne? Ohne Scheiß. Alter, ich weiß nicht. Das ist mir nicht geheuer. Das ist mir nicht geheuer. Es scheint mich niemand bemerkt zu haben. Jetzt muss ich herausfinden, was hier vor sich geht. Das wissen wir doch alle. Die machen hier Dinge, die nicht richtig... In den Säcken befindet sich bestimmt nur Bauschutt. Sie wurden mit einem stabilen Seil verschnürt. Lass mich ran, da geht's rein. Nee, doch nicht. Hätte ich jetzt mit gerechnet. Oh, geht hier gar nicht weiter. Ja. Gut. Es gleicht einem Wunder, dass dieser riesige Tank noch steht. Der Metallträger ist von Rost ja. förmlich zerfressen. Da läuft nicht. Ah, hier geht's runter. Ich möchte aber jetzt noch nicht runter. Ich will mich wirklich erstmal hier rum umsehen. Halt. Nochmal mit. Das Seil wir können es vielleicht mit. Gebrauchen. Oh. Wagen aus der Suppenküche. Sie bilden eine Warteschlange. Das klingt zwar komisch, aber ich glaube... Oh Gott, das ist so grausam. Das ist so grausam. Ohne Scheiß. Alter, wie gemeint... Ich meine, das sind Menschen, mit denen sie spielen. Ich muss herausfinden, was in dieser Lagerhalle vor sich geht. Aber ich muss vorsichtig sein. Hier sind überall Wachen. Gut, wenn hier überall Wachen sind, würde ich sagen, fangen wir einfach mit dem hinteren Teil an. Dürfte uns eigentlich keiner sehen. Schauen wir mal, ob wir hier was finden, was nützlich ist. Wir können ja manchmal mit allem was anfangen, ja? Es wäre zu gefährlich, auch gerade. Nur einen Schritt weiter zu gehen. Das Fenster ist so dann dreckig, dass man nichts erkennen nicht. Kann. Mach doch das sauber. Das Fenster das ist nicht? So dreckig. Ah. Eine leere Flasche. Das Fenster. Hey Sie! Wer sind Sie? Alarm! Ah, interessant. Hey!
Hey Sie! Wer sind Sie? Alarm! Okay, alles klar. Okay. Ich hab's verstanden. Das ist ja interessant. Können wir ihn vielleicht ablenken? Geht das? Ich probiere das mal. Ich meine, wir haben eine Flasche. Müssen wir ihn ja mit ablenken können. Wartet mal eben. Mittellanges Seil. Wofür ist das? Also wir dürfen da nicht hinlaufen. Also ich meine, passiert ja nichts. Wir werden ja irgendwie nicht verhaftet oder so, aber... Ah. Da ist noch ein Seil. Oh, an Seil befestigt leere Flasche. Ah, halt, wir können hier noch rauf. Das ist gut. Im Inneren des Tanks ist es zu dunkel, um irgendetwas zu erkennen. Allerdings kann ich ein leises Plätschern hören. Wir haben ein Tor. Ja, damit ein großer, können wir reinschauen. Trockener Lumpen. Und was haben wir jetzt gekriegt? Flasche mit Wasser. Ich glaube nicht, dass das normales Wasser ist. So, wir springen jetzt mal ein bisschen vor. Und jetzt werden wir mal gucken, was ist in der... Achso, ja, warte mal. Der Lumpen ist zu trocken. Na, hier mal eben. Hier, alter Schwede. Hier mal eben. Ah! In dieser Lagerhalle werden die mobilen Suppenküchen von Prinz Woodville aufgefüllt. Und Hans Schielmann ist hier, um sein Gift beizumischen. Die Sirene ist das Signal zum Öffnen der Tore für die Suppenwagen mit Zielort London. Ich frage mich, was Holmes gerade macht. In der Zwischenzeit. In der Zwischenzeit steuern wir jetzt Holmes. Ach so. Automatische Speichern. Jetzt kann ich. Diese Kiste ist nicht... Ah, wir können die Leiter jetzt nehmen. Natürlich. Dann kommen wir da jetzt rüber. Ich bin gespannt. Oh, das ist so fies. Echt, das wird mit Menschen gespielt. Wie grausam ist das eigentlich? Also wirklich, ich bin enttäuscht. Ich bin wirklich enttäuscht. So. So. Jetzt brauchen wir... Der Weg ist frei. So, ich bin drinnen. Jetzt muss ich Moriarty finden. Dabei gehe ich erstmal den Schrank. Die Zielscheibe einer Wurfbude. Ein Löwe ist darauf abgebildet. Das Rechnungsbuch für diesen Jahrmarktstand. Nein, das ist... Nein. Okay. Nein, das ist nicht nötig. Kann er noch nichts machen? Hier hat sich wohl der Besitzer dieses Jahrmarktstandes immer aufs Ohr gelegt. Das ist eine Wurfbude für Kinder. Sie müssen Lederbälle auf Zielscheiben in Form von wildlebenden Tieren werfen. Dann legen wir den Löwen da jetzt mal ran. Hinter dem Plakat scheint irgendetwas zu sein, aber es klebt fest. Mit dem Messer? Ja. Elementar. Da ist ein Versteck. Interessant.
Ich kann kein Schlüsselloch zum Öffnen dieses Verstecks erkennen. Zette? Eine Hyäne wartet darauf, dass ein Hase seinen Bau verlässt. Da nichts geschah, verhungerte am Ende beide. Nur ein Elefant kann unter Raubtieren weilen. Es wagte dem König der Tiere den Rücken zuzuwenden. Ein Schimpanse war am Rande des Dschungels und bemerkte nicht, dass ein Geier ihn mit seinen Fängen packen wollte. Die Giraffe konnte nur zusehen. Ah. Verstehe. Ein Affe. Die Kasse der Wurfbude. Geld ist nicht darin zu finden. Aber eine hölzerne Zielscheibe. Wenn die Wache mich sieht, schlägt sie Alarm. Ich muss sie außer Gefecht setzen, aber diskret. Wahrscheinlich sind da noch andere und ein Kampf würde ihre Aufmerksamkeit erregen. So. Da brennt ein Licht. Ah. Eine Telefonleitung. Interessant. Sie kommt aus diesem großen Gebäude. Interessant ist es. Halt, da liegt noch eine Giraffe. Die Zielscheibe einer Wurfbude. Da kommen wir nicht hoch. Alles klar. Dann wollen wir mal. Da kommen wir gerade nicht weiter. Halt da. Achso. Gut. Mir fehlen Informationen. Achso, hast du das Blatt jetzt? Das Rechnungsbuch für diesen Jahrmarkt stand. Nichts Interessantes. Der Umschlag ist verbeult. Merkwürdig. Der Umschlag ist verbeult. Dann entlocken wir dem Buch mal sein Geheimnis. Geheime Abrechnungen. Der Standbesitzer hat sein Geld wohl nicht nur mit dieser Wurfbude verdient. Da ist außerdem ein merkwürdiges Gedicht über Tiere. Rübenschnaps, dreimal 9 Flaschen. Lieferung am 11. Dienstag. Gesamt 8 Yen, ich weiß nicht, was das für eine Währung ist. Das ist Tabak plus Heu. 50 Päckchen geschnitter Tabak. Lieferung am 11. Dienstag. Gesamt 2. Informationen. 10. Gekauft 12 ausgewachsene Ratten von Tom. Verkauft Restaurant Michi für das Tagesgericht 10 Schilling. Ach, Schilling ist das, glaube ich. 2 Revolver Farbbänder für Schreibmaschinen. 20 Schilling. Die Gazelle ist tot. Es ist gefährlich, einem Löwen den Rücken zuzuwenden. Es besteht ganz klar ein Zusammenhang zwischen dem Gedicht aus den geheimen Abrechnungen und den tierförmigen Zielscheiben der Wurfbude. Aber eigentlich hatten wir es doch schon. Und zwar... So. Ein Schimpanse war am Rand des Dschungels und bemerkte nicht, dass ein Geier ihn mit seinen Fängen packen wollte, die Giraffe konnte nur zusehen. Eine Hyäne wartet darauf, dass ein Hase seinen Bau verlässt. Da nichts geschieht, war hinter meinem dies Mysterie der Giraffe, da sie die Nachbarin des Hasen war. Ach du Schande. Okay, wartet mal. Ich kann mir vorstellen, heute... den Rücken zuzukehren. Das wäre so rum. Ein Schimpanse war am Rande des Dschungels. Nur ein Elefant kann unter Raubtieren weilen und es sage dem König, König der Tiere den Rücken zuzuwenden. Ach du Schande. Bringen Sie mit Hilfe der Tötzen die Zielscheiben in richtiger... Lebendig... Ah, interessant. Die Gazelle ist tot. Die Gazelle ist tot. Da nichts geschafft, verhungerten am Ende beide.
Okay, die sind auch tot. Die Giraffe. Die Giraffe könnte nur zusehen. Die ist ja da. Ach du Schande. Ich mach das nochmal rückgängig. Das ist ja tatsächlich gar nicht so einfach. Die Giraffe ist eh am Leben. Ein Schimpanse war am Rande des Dschungels. Also muss er wieder da oder da sein. Wir haben aber noch die Hyäne. So. Die Giraffe, da sie die Nachbarin des Hasen war. Da direkt Nachbar. Die Hyäne wartete. So. Die waren beide tot. So. Nicht, dass ein Geier mit seinen Fängen packen wollte. Die Giraffe könnte nur zusehen. Wartet mal. Ich probiere das mal aus. Ansonsten werde ich wohl erstmal ein Päuschen machen. Ja, ich glaube, ich werde erstmal ein Päuschen... Wir können natürlich überspringen, aber das möchte ich nicht. Okay, die Reihenfolge ist richtig. Ich würde sagen, ich gehe jetzt hier mal raus. Ich mache ein Päuschen. Mache ein Cut. Notfalls habe ich das Rätsel ja eh im Dingsen drinne. Wir sehen uns in einer nächsten Folge von Das Testament des Sherlock Holmes. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auch. Wir kommen langsam dem Ende zu. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ein schönes Tschüsseli.